Ich bin Leiter des Recyclingcenters in Paderborn, der Fujitsu. Unsere Aufgabe ist es letztlich, alle Geräte vom Kunden zurückzunehmen, wenn der Kunde sie nicht mehr haben möchte. Dazu haben wir seit 1988 ein Recyclingcenter in Paderborn im Betrieb. Wir verarbeiten da ungefähr 4.500 Tonnen und versuchen letztlich mit dieser etwas spezielleren Anlage, die wir da fahren, einen kleinen Gegenpol zu einer industriellen Verarbeitung in der typischen Schreddertechnik zu legen. Und unsere Zielsetzung ist da insbesondere, das Material manuell zu trennen, ohne große Anlagentechnik zu trennen und möglichst sortenreine Materialien zu erhalten, die dann in der Vermarktung der Materialien wieder die besten Erlöse erwirtschaften. Das Recyclingcenter ist, kann man sich einfach vorstellen, kein Profitcenter. Wir sind also nicht gezwungen, da Erlöse zu erwirtschaften, sondern wir fahren dieses Recyclingcenter sogenannt auf der schwarzen Null. Decken also unsere Aufwände für die Zerlegung letztlich durch die Vermarktung der Fraktionen wieder. Hat aber unterm Strich letztlich den positiven Effekt, dass wir in Deutschland bei sämtlichen Geschäftskunden das Material abholen können, nach Paderborn transportieren können und über die Materialerlöse in den jeweiligen Fraktionen diese Kosten gedeckt kriegen. Das gehört irgendwo ein Stück weit zu dem ganzen Fujitsu-Konzept von Green IT angefangen, was eigentlich seit den letzten Jahren so ein Schlagwort ist. Wir betreiben es, wie gesagt, schon entsprechend länger und haben von daher auch eine fundierte Erfahrung darin, wie sowas zu funktionieren hat. Wir können also sehr gut unterscheiden, welche Materialien es im Moment wert sind, separiert zu werden und separat vermarktet zu werden und welche Materialien letztlich aufgrund ihrer Gefährlichkeit in besondere Behandlung rein müssen oder dergleichen. Wie Sie sich sicherlich gut vorstellen können, hier auf der CeBIT präsentieren wir die Zerlegung von TFT-Bildschirmen und Notebooks. Da sind zum Beispiel die heißgeliebten Hintergrundbeleuchtungen drin. Das sind nichts anderes wie Miniatur Neonröhren nenne ich sie jetzt mal, auch wenn es nicht der richtig faktisch inhaltlich Begriff dafür ist. Beinhalten aber genau wie die großen bekannten Neonröhren Quecksilber, müssen entsprechend behandelt werden. Wenn ich sowas über eine automatische Trenntechnik fahre, dann finde ich davon nichts mehr. Das Material wird zermalmt und die Schadstoffe werden frei in der Umgebung verteilt. Bei uns kann es in dem manuellen Prozess ausgebaut werden und diese Röhren können separat in anschließenden Prozess reingegeben werden. Wir können also sehr gezielt auf die Gefahrstoffe fokussieren, können die raustrennen, so wie es im Gesetz gefordert ist, können die den entsprechenden Anlagen zuführen und mit dem Rest des Materials, je nachdem wie der Markt es ermöglicht, dann eben die entsprechenden wirtschaftlichen Komponenten befriedigen, sodass wir diesen Prozess auch durchführen können. Recycelte Materialien mit Sicherheit, also die Eisenteile, die wir hier einschmelzen und die Kunststoffe, die wir hier zurückgewinnen, die gehen ohne weiteres auch wieder in Neuprodukte von uns hinein. Was Sie natürlich nicht finden, ist, dass wir in unseren Neuprodukten Gebrauchteile mit einbinden. Das ist nämlich in Deutschland verboten. Ob das immer richtig ist, ist eine andere Frage. Es ist verboten, deswegen tun wir es nicht. Dafür haben wir dann eine Aufarbeitung von den Gebrauchtgeräten und vermarkten die dann eben an den interessierten Kunden auf separater Schiene.